und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Freut mich, dass du wieder dabei bist, falls du neu bist. Mein Name ist Melanie. Heute habe ich es getan. Ich war nach gut 10 Jahren wieder in der Schule. Back to school. Jawohl. Ich bin gestern losgefahren Richtung Teltow, das Zimmer im Wohnheim. Also, naja, was soll man sagen? Halt ein einfaches Zimmer mit einem Bad dran. Ein Zimmer mit einem Bad dran. Aber ich feiere die Dusche. Ich habe zu Hause nämlich keine Dusche. Und deswegen liebe ich die. Hi. Ja, so viel zu meiner Lage. Ich bin nämlich wieder Azubi seit Anfang des Jahres. Und das heißt natürlich, ich muss auch zur Schule. Ja, wie gesagt, ich bin hier in Teltow und gehe jetzt wieder regelmäßig in das Oberstufenzentrum in Teltow. Das Problem daran ist, ich habe einiges nachzuholen, denn meine Ausbildung, die läuft schon 6 Schulwochen. Da habe ich natürlich hier hinten mein Schulzeug, der Ordner. Da habe ich mir schon vom Unterricht Aufzeichnungen geliehen, die ich heute abschreiben werde. Das heißt, da werde ich sicherlich eine ganze Weile dran sitzen. Die abschreiben, erstmal abschreiben. Das ist total viel, warte mal. Also das ist jetzt hier erstmal ein Teil von dem, was ich nachholen muss. Das ist bei weitem noch nicht alles. Vieles ist allerdings zum Abkopieren, das kann ich jetzt gerade noch nicht machen oder da muss ich die Lehrer mal fragen. So sieht es übrigens draußen aus. Hi, Teltow. Das Coole daran ist allerdings, dass wir hier auf jeden Fall nicht verhungern, wir sind mitten im Teltow. Da kann ich euch was erzählen. Meine erste Ausbildung, das ist ja wie gesagt schon meine zweite. Die erste Ausbildung war bei Weimar. Und das Dorf, der Ort, in dem die Schule war, der war so abgelegen. Das heißt, es war kein Supermarkt in der Nähe. Gar nichts. Wir mussten ohne Mist eine halbe Stunde bis zum Rewe laufen, dass wir einkaufen konnten. Und in der Regel war es so gewesen, dass wir bis 15 Uhr auf jeden Fall Schule hatten. Und ja, wenn wir dann noch was zu trinken brauchten, das mussten wir natürlich auch tragen, bis zum Internat zurück. Und ja, es wurde dann halt auch dunkel und wir sind dann einfach im Dunkeln, mussten wir diese Landstraße lang, das war schon ganz schön speziell. Da haben wir es hier schon besser, oder da habe ich es hier schon besser, weil wir haben ein großes Kaufland, dann haben wir McDonald's direkt neben der Schule. Ich bin zwar kein so großer Fan von McDonald's, aber heute, hey, ich sag, ich bin kein großer Fan von McDonald's und war natürlich direkt bei McDonald's. Hey, super, was für eine Logik. Nein, man hat einfach Hunger und es musste schnell gehen und früher hatte ich nur ein belegtes Brötchen und... Ja, deswegen werde ich jetzt erstmal noch meinen Rest aufessen. Im Moment gibt es ja bei McDonald's diese Gutscheine und deswegen bin ich da hingegangen. Also wenn die auslaufen, werde ich, denke ich, auch nicht mehr hingehen. Dann gehe ich rüber ins Kaufland einkaufen. Genau so mache ich das. So, meine Planung für heute ist auf jeden Fall noch Unterrichtsstoff nachholen, so viel abschreiben wie möglich. Nach 10 Jahren. Wieder in der Schule zu sitzen und sich erstmal die ganze Zeit auf den Unterricht zu konzentrieren. Das ist schwierig, wenn man das... Also man muss halt erstmal wieder reinkommen, auch so vom Gefühl her. Heute saß ich zum Beispiel da und habe die ganze Zeit geguckt wie ein Auto, weil ich keinen Zusammenhang zu dem Unterrichtsstoff hatte, der ja bis jetzt auch schon gelaufen ist. Und deswegen muss ich auch alles so schnell wie möglich nachholen. Ja, und dann wird es, denke ich, ein bisschen entspannter werden. Ich habe jetzt schon angefangen abzuschreiben. Das kann echt eine Weile dauern. Da bin ich echt mal gespannt, wie lange ich für alles brauche. Auf jeden Fall habe ich heute, wie gesagt, den ganzen Tag dafür eingeplant. Und den werde ich auch brauchen. Oh mein Gott. Ich bin total matsch in der Birne. Das ist einfach so ungewohnt. Alles so ungewohnt. Ich habe jetzt ungefähr... Also ich habe jetzt von...
Ich habe jetzt den Stoff von 6 Wochen von 2 Lernfeldern nachgeholt. Da habe ich jetzt wirklich den ganzen Nachmittag gesessen. Es ist auch mittlerweile 21.50 Uhr und es waren ungefähr, ja, was soll ich schätzen, 10, 11 DIN A4 Seiten randvoll. Wirklich, wirklich randvoll und dann noch die ganzen Arbeitsblätter, die wir sonst noch so bekommen, die habe ich auch noch abkopiert. Und jetzt habe ich 2 Lernfelder fertig. Ich bin bettfertig. Ich bin einfach bettfertig. Wisst ihr was? Wir machen morgen weiter. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und ich bin schon fertig für die Schule. Aber die geht ungefähr in einer Stunde erst los und deswegen werde ich jetzt erstmal zum Kaufland frühstücken gehen. Und ich will nicht raus, draußen ist schweinekalt. Ja, es ist kalt. Das ganze Auto ist mit Reif überzogen. Vorne ist noch schlimmer. So, das da ist meine Schule. Gleich daneben ist ein McDonald's und ein Aldi. Da drüben ist zum Beispiel noch ein DM. Und da hinten ist das Kaufland, zum Beispiel auch mit einer Sparkasse. Also verhungern werde ich hier auf jeden Fall nicht. So, gehen wir mal zum Kaufland. Ich habe gerade übrigens ein paar Basics im Kaufland geholt. Das hier wollte ich schon lange mal probieren, ob das schmeckt. Das ist so ein Fruchtsmoothie. Dann habe ich einen Donut. Solche Schnitten mit Füllung drin. 2 Äpfel. Sowas wie Beefy und Schokoriegel. Jetzt kann es losgehen zur Schule. So, die Schule ist zu Ende. Ich bin schon wieder zurück. Und ich habe den Smoothie noch nicht probiert. Das werde ich jetzt tun. Da freue ich mich nämlich schon die ganze Zeit drauf. Aber in der Schule konnte ich ja nicht großartig filmen. Also, ich kann ja mal vorlesen, was ist hier drin. Hier ist auf jeden Fall viel Apfel drin. Guabana, was auch immer das ist. Das klingt, weiß ich nicht, ich google es. Banane und pinke Drachenfrucht. Das erklärt wahrscheinlich auch die Farbe, wobei ich mir durchaus denken könnte, dass da auch Farbstoffe drin sind. Hier steht drauf, komplett ohne Farbstoffe. Na dann, mal schauen. Der riecht gut. Schmeckt gut. Der schmeckt verdammt gut. Ich sollte mir sowas öfter mal holen. Sehr cool. Ich werde jetzt noch den restlichen Tag weiterhin Unterrichtsstoff nachholen, den ich verpasst habe. Und jetzt passiert eigentlich nichts Spannendes mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder schreibt einen Kommentar oder abonniert den Kanal, das ist kostenlos und würde mein kleines Kanälchen super doll unterstützen und es würde mich wirklich sehr freuen. So, bis zum nächsten Mal, tschüss!